Und das lernen wir auch in der Schule. Und das ist auch gut so. Dass nebenbei unser Gehirn nicht für Einzelheiten da ist, das kann ich Ihnen nochmal ganz schön zeigen. Haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, auf einer Party zum Beispiel, dass Sie langsam an Alzheimer erkranken? Da wird Ihnen jemand vorgestellt und so 2 Minuten später treffen Sie dann am kalten Buffet. Jetzt würden Sie schon gern denen was fragen, aber verflixt, Sie haben den Namen vergessen. Jeden Tag fragt mich einer meiner Patienten, Herr Doktor, das passiert mir, habe ich jetzt Alzheimer? Und meine Antwort ist immer dieselbe, nein, natürlich haben Sie keinen Alzheimer, warum, das ist völlig normal. Dazu eine schöne Studie, die ist noch gar nicht so alt, einfach nur mal so, damit Sie sehen, wie das ist. Man hat Menschen, die an bestimmten Gedächtnisarealen operiert wurden, entweder links oder rechts, getestet. Mit so einer Art Vorstellungstest. Sie sehen am Computer ein Gesicht und dann hören Sie einen Namen. Das heißt, es wird Ihnen im Grunde der vorgestellt. Sie müssen also eine Assoziation Gesicht-Namen lernen, wie bei einem Vorstellen auch. Und dann das nächste Gesicht und der nächste Name, nächste Gesicht, nächste Name, 10 Mal. Und dann kriegen Sie das Gesicht gezeigt und müssen sagen, wie der heißt. Und diejenigen, die links oder rechts operiert waren, die waren gar nicht gut. Nach einer Vorstellungsrunde wussten die niemanden. Hat man es einfach nochmal gemacht. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Insgesamt 7 Mal. Und nach 7 Mal, da war die eine Gruppe der Patienten bei 10%. Das heißt, die hatten nach 7 Vorstellungen von jeweils 10 Leuten einen Namen zu einem Gesicht gewusst. Und die auf der anderen Seite operiert waren, die waren so bei 40-50%, die haben also 4-5 Namen von 10 gewusst. Warum erzähle ich Ihnen das? Ganz einfach. Die Kontrollgruppe der ganz gesunden Menschen, die war am interessantesten. Nach einem Durchgang wussten die auch nichts. Genauso wenig wie die Patienten.